Ciao a tutti. Ein herzliches Willkommen hier zum täglichen Verkostungsvideo im Whisky Hort. Quick and Dirty. Ich weiß nicht, ob das heute Quick und Dirty sind, aber wir wollen euch ein bisschen was Ungewöhnliches mal zeigen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben vor einiger Zeit mal ein Verkostungsvideo gemacht, wo wir Whisky-Sahne-Liköre probiert haben. Heute gehen wir mal wieder in diese Richtung. Wir haben hier nämlich zwei ganz feine Abfüllungen vom italienischen Abfüller Poli und die wollen wir euch nahebringen. Ich fange an. Das Gelbe, ihr vermutet es richtig, ist Eierlikör. Der Genuss wird etwas schwierig werden. Ah, doch, jetzt kommt was. Ihr seht schon, sehr, sehr zähflüssig das Ganze. Und das, obwohl wir die Flasche vor Tastingbeginn gut durchgeschüttelt haben. Wenn offen, dann empfiehlt sich auf jeden Fall die Aufbewahrung im Kühlschrank. Denn es handelt sich um einen Eierlikör. Ich denke aber, wenn ihr sowas zu Hause stehen habt, dann wird der nicht lange halten. Das ist der Nachteil an diesen Flaschen. Das Zeug ist so lecker, dass man da gerne mal ein Gläschen von nimmt. Also Udo Lindenberg würde das auf jeden Fall gefallen. Eierlikörchen. Was hier nicht ganz so gut funktioniert, Massa, guck dir das an, ist der Schwenk im Glas. Also selbst Marcel könnte hier jetzt nicht groß was rauszentrifugieren. Dafür ist die Masse einfach viel zu träge. Warum empfehlen wir euch den? Wir sind ja so kleine Schmecklecker. Das merkt ihr an den Sachen, die wir probieren. Und dieser hat uns besonders gut geschmeckt, weil der ungewöhnlich ist als Eierlikör. Der ist nämlich auf Grappa-Basis hergestellt. Also ein richtig schöner Grappa mit Eiern drin. Ein feines Likörchen geworden. Ab in die Flasche und jetzt auch an dieser Stelle ab in den Mund. Ich gestehe euch was. Ein Eis für mich, wenn ich mir das zu Hause mache, geht nur mit Eierlikör. Ich mag das Zeug einfach. Schon seit ich das als Jugendlicher im elterlichen Haushalt beim samstagabendlichen gemeinsamen Fernsehgucken mit Fanta vermischt genießen durfte. Ich mag Eierlikör, ich stehe drauf. Und dieser hier, kennt ihr so Omas Vanillesoße zum Schokopudding? Da. Süß, Vanille ohne Ende. Man merkt dann halt, okay, da ist noch was anderes. Das ist der Grappa. Aber insgesamt so lecker. So einfach schweinelecker. Anders kann ich es nicht formulieren. Ich habe wirklich ein unglaubliches Vanillearoma im Mund, sehr, sehr intensiv. Ich habe eine schöne Süße, ich habe eine feine Alkoholnote. Das alles in der Nase gar nicht groß wahrnehmbar. Dazu ist er irgendwie zu verschlossen, der macht erst im Mund auf. Darum hatte ich gerade auch nicht groß was zu den Aromen geäußert. Ja, man riecht schon die Vanille, klar. Und das riecht auch sehr, sehr lecker. Aber das ist einfach was zum Schmecken. Ich muss nochmal.
kann euch beruhigen, wenn die Flasche frisch geöffnet wird, ist der nicht so zähflüssig. Das kommt wirklich durch die Kälte. Wenn ihr den tatsächlich trinken wollt, dann vor dem Verzehr, bitte einige Zeit vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank nehmen, sofern er überhaupt den Weg dorthin findet. Weil so ein Fläschchen kann auch durchaus mal an einem Abend leer werden, die entsprechenden Gäste vorausgesetzt. Also, Vanille ohne Ende, süß, ganz fein alkoholisch, geil. Demgegenüber steht aus gleichem Hause der Polijok, ein Liquore al Cacao. Ihr ahnt es bereits, das ist ein Schokolikör. Auch den haben wir gerade noch mal gut geschüttelt. Auch bei dem mit ähnlich ernüchterndem Ergebnis. Auch der bleibt zäh. Fließt nur langsam ins Glas. Und wenn ich euch jetzt sage, dass wir hier teilweise im Whisky-Hort schon mit gestandenen Whisky-Trinkern, der Massa kriegt das größere Glas, weil der kennt den doch gar nicht. Wenn wir hier schon mit gestandenen Whisky-Trinkern so manches Mal zusammengesessen haben, schweinegeile Whiskys getrunken haben und so manch einer dieser Abende damit endete, habt ihr noch so einen Schokokrapper? Dann sagt das schon einiges darüber aus, wie das Zeug schmeckt. Ja, auch der ist, wie der Eierlikör, auf Grappa-Basis hergestellt. Ist also nochmal ganz was anderes als so das, was hauseigen nach Großmutters Rezept immer wieder gemacht wird, wo dann in der Regel ein Kornbrand die Basis ist. Hier halt Grappa. Schöne fruchtige Note, die da immer dann mitspielt. Und hier, da ist das in der Nase schon deutlich spürbarer, was man da im Glas hat. Das würde man auch blind fast richtig zuordnen können. Warum fast richtig? Ihr kennt bestimmt diese Fertig-Schokosoße eines Herstellers, der sich nach einer, ich glaube, schleswig-holsteinischen Stadt benennt. Fertig-Schokosoße, die man sich über das Eis geben kann. Ich finde, der riecht genau so. Wirklich dunkle Kakaonoten. Nicht Schokolade, nicht gar nichts. Kakao. Richtig Kakaopulver. Feinherb. Auch eine ganz feine Alkoholnote dabei, aber sehr zurückhaltend. Da muss man sich schon Mühe geben, die zu erkennen. Weil sonst hält man das wirklich für diese Schokosoße. Slage? Sagt man das hier? Ich weiß es nicht. Mal probieren. Sowas von sämig. Du hast im Mund das Gefühl, der Kakao, das Kakaopulver hat sich noch nicht ganz aufgelöst. Ganz, ganz feine, wirklich ganz feine Körnigkeit mit dabei. Aber so sämig, so süffig, so tief dunkel schokoladig, vollmundig dabei. Auch hier wieder so eine ganz leicht fruchtige Alkoholnote im Hintergrund, aber wirklich sehr versteckt. Du denkst, du trinkst einfach flüssige Schokolade. Und das ist schweinelecker. Das ist jetzt die Variante Flasche frisch aus dem Kühlschrank. Ich glaube, wenn wir die vorher rausgestellt hätten und die schon Raumtemperatur angenommen hätte, dann hättet ihr jetzt nicht so ein ruhiges Kamerabild. Der Massa wäre völlig wuschig geworden. Das hätte nicht geklappt. Deshalb haben wir das so gemacht. Und ja, ich hatte den jetzt auch schon länger nicht mehr im Glas. Blöd eigentlich. Den könnte man wirklich jeden Tag trinken. Dann hält er nicht so lange. Andererseits, bei dem Preis ist das auch nicht so tragisch.
Man mag jetzt sagen, boah, für ein Eierlikör oder für so ein Schokolikör ist das dann doch wieder recht teuer. Wie gesagt, ist auf Grappa-Basis und ich möchte wetten, ihr habt ein Eierlikör oder so ein Schokolikör noch nicht in der Qualität getrunken. Wenn euch was fehlt, um einen Einkauf auf die 100 Euro aufzurunden, damit ihr versandkostenfrei geliefert bekommt von uns, probiert es doch mal. 17,90 der Eierlikör, 16,90 der Schokograppa. Ich finde geiles Zeug und ich nehme, glaube ich, heute Abend auf jeden Fall nach dem Schokolikör noch eine Flasche mit nach Hause. Der schmeckt nämlich auch fantastisch weiß und das wäre ein feiner Nachtisch nach diesem heutigen Tag. In diesem Sinne, macht's gut, gönnt euch was Feines, genießt den Tag, das Leben, was auch immer und habt Spaß dabei. Macht's gut, tschö.